Sternzeit, 28. Oktober. Big Planet is watching you. Morgen früh um 4 Uhr erreicht Jupiter, der größte Planet im Sonnensystem, seine beste Stellung des Jahres. In diesen Tagen geht er bei Sonnenuntergang auf, bleibt die ganze Nacht über am Himmel und taucht erst bei Sonnenaufgang unter den Horizont. Der weißlich leuchtende Planet strahlt am frühen Abend unübersehbar am Südosthimmel. Er befindet sich derzeit im Sternbild Widder, etwa an der Stelle, an der die Sonne Ende April steht. Entsprechend zieht Jupiter im recht großen Bogen über den Himmel. Jupiter leuchtet jetzt so hell für uns wie sonst nie in diesem Jahr, denn er ist uns auch so nah wie nie. Knapp 600 Millionen Kilometer trennen uns derzeit. Das entspricht dem vierfachen Abstand Erde-Sonne. Im März war die Entfernung etwa 50% größer. Auch wenn Jupiter für uns jetzt ungewöhnlich nah ist und mit seinem Strahlen am Himmel so präsent wirkt, der ganz große Bruder der Erde dürfte sich kaum für uns interessieren. Wir stehen aus der Sicht Jupiters heute im Strahlenkranz der Sonne. Gäbe es Astronomen auf dem Planeten, die Richtung Erde blickten, so bekämen sie uns heute kaum zu Gesicht. Darüber hinaus sehe Jupiter, wollte er tatsächlich zum Big Brother werden, alles mit 33 Minuten Verspätung. Denn Lichtstrahlen und Funksignale brauchen pro Richtung mehr als eine halbe Stunde, um die Strecke zurückzulegen. Wenn Sie entsprechend heute Nacht den strahlend weißen Jupiter am Himmel ausmachen, so sehen Sie ihn eben nicht, wie er in jenem Moment aussieht. Sie bekommen immer nur alte Ansichten. Heute ist Ihr Jupiterbild 33 Minuten alt.